Jo Leute, willkommen zurück zum Minecraft Ticket Light. Heute mit Markus und Sven, wie immer. Hallo. Hallo. Ja, ich gehe jetzt mal Sand farmen, weil wir will jetzt endlich aus dem Nether rauskommen. Weil wir keinen Sand mehr haben. Also, kein Weg, warum ich schon so der. Doch, ich brauche mich schon seit Minuten geradeaus durch Wand. Ja, kannst du mitbringen, Markus braucht das. Was? Sand, Redstone, Nether Ohr. Ach so. Wie viel brauchst du denn davon? Keine Ahnung. Bring mir was. Es geht momentan. Bring mit, was du hast. Er freut sich über alles. Ganz genau. Jetzt habe ich wieder 3 Stacks nochmal mehr für dich eingepackt. So, ich habe das. Geht ratzfatz, also das Netherzeug farmen, das ist echt ein. Ja, mit deiner Rüstung. Durch die Wand. Das kann ich für dich machen. Weil da schaffe ich einen Stack in ein paar Sekunden. Netherzeug ist echt. Bin ich jetzt schon übers Portal drüber? Ja. Bin ich gerade drüber gegangen, weil ich geguckt habe, wie schnell ich abbaue. Hier sind die Queries und das Portal ist da vorne. Gut. Baue ich mich gerade aus runter, müsste ich auf den Queries landen. Perfekt. Queries, das sind Pumpen. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Sand. Ja, ein bisschen Pumpen, aber warum steht hier Query auf meinem Waypoint? Weiß ich nicht. Apropos Query, hat jemand nach den Queries mal geguckt? Nö, warum? Na, haben die noch Arbeit? Ich weiß nicht, wie viel. Die 3-4 Millionen Blöcke, wo sie abbauen sollten, müssten sie jetzt auch mal durch sein. Ich denke ja eher nicht. Denkst du? Guck mal, die werden nicht mal leer, die MV Charging Bench. Ja, weil mit zweimal MV nachgeladen, mit zweimal HV nachgeladen. Ah ja, aber du machst deinen komischen Handschuh voll. Ja, mein Handschuh kann auch nur MV annehmen, weil die Charging Bench MV ist. Trotzdem. Also, sobald ich da jetzt mehrere Sachen reinlegen würde. Hau rein. Ja gut, jetzt wird sie leer. Weil ich dann mehr als Doppel HV raussauge. Ja natürlich, weil ich mit zweimal HV das nachlade, aber es kann nur MV annehmen. Es lädt halt mit Medium-Voltage-Geschwindigkeit nach. Warum gehst du nicht einfach direkt an die Quarry, an die MFSUs? Geht auch schneller. Ja, ich bin hier gerade eher in den Maschinen und arbeite, von dem her brauche ich gar nichts machen, weißt du? Dann lasse ich das Zeug einfach da weiter drinnen. Ja, jetzt da wohin muss ich das Zeug jetzt nochmal werfen? Ach, ich glaube hier hin, oder? Oh. Wir haben immer noch nicht genug Lava. Und dann ist er wieder kaputt. Alter, ich habe einfach mal 8 Stacks Lapis oder so dabei. Weil man das Lapis so. Also die oberen sind Thermalgeneratoren haben jetzt ihre Speicher voll. Die unteren nicht. Ja, die werden sich dann mit der Zeit auch vollladen, denke ich. Ich hoffe es doch. Aber die unteren laufen, oder? Wenn das Licht da vorne dran brennt, sagst du, gell? Ja, zum Teil, also nicht alle. Also wir brauchen mehr Lava. Aber ich denke, mit dem Ding sind wir jetzt mal gut bedient. Wenn die oberen ihre Tanks voll haben, kommt ja auch mehr nach unten Na, durch. Was habe ich jetzt da hier noch? Deswegen. Oh, nochmal ungefähr 6 Stacks Nikolite. Was kann man mit Nikolite machen? Achso, unsere. Das ist so Solarzeug. Genau. Sag, wenn die so, oberen Thermalgeneratoren vollgelaufen sind, können dann die. Dann nochmal 24 da von Silber, dann nochmal so 3 Stacks Gold. Perfekt. Also das bringt schon. Also im Nether farmen ist schon mega geil. Aber ich glaube, wir haben von allem jetzt genügend auf Reserve. Aber ich habe nur ein einziges Diamantohr gefunden. Das ist irgendwie schon ein bisschen der Witz. Was gibt's am Nether Diamantohr? Ja, aber aus einem Diamantohr kriegst du halt gleich 4 Diamanten. Das heißt, ich habe jetzt wieder 4 Diamanten mitgebracht. Und halt eiskalt wieder 8 Stacks Kohle. Übler also Schatz. Aus 8 Stacks Kohle kann ich halt wieder fast einen Stack Diamanten machen. Geiler Scheiß. Nee, aus 8 Stacks Kohle kann ich. Halt, stopp, viel weniger machen. Ich brauche ja 8 und davon nochmal 8. Das heißt, ich brauche 64 für einen. Okay, ich kann 8 Diamanten draus machen. Ja, gut, besser als nix. 8 Diamanten. Ja, für was brauchen wir Kohle? Wir kriegen so viele Kohle auch durch die Queries. Apropos, die wollte ich jetzt mal kontrollieren, wie die aussehen. Also, es kommen noch Kohle nach. So viel steht auf jeden Fall fest. Also, laufen sie noch. Ja, die werden jetzt mal langsam an der goldführenden Erde, oder an den gescheiten Erden sein. So. Da werden ja auch mega viele. Also die erste Quarry ist fertig.
Die baut nichts mehr ab. Die hat schon wieder komplett bis zum Grundgestein durchgearbeitet. Die zweite Quarry. Sven, kannst du mir Landmarks rüberbringen, bitte? Müssten noch im System welches haben. Machst du mal wieder drei, vier Stück. Ja, warte, wie ging die nochmal? Eine Redstone Arch und Ja, und Lapis drüben. genau. Und die andere, oh fuck. Ich weiß nicht, wie tief die jetzt unten sind, aber die sind auch schon ziemlich am Ende. Das ist ja aber Kacke, ne? Wie soll ich denn die jetzt umsetzen? Sven, wir haben ein Problem. Yes, we've got a problem. Yes. A big problem. Ah, sieht das einfach mega awesome aus hier unten. Awesomeness. Awesomeness. Barry. Oh, ich sollte mal wieder die andere Waffe ausrüsten, nicht dass ich irgendjemand von euch wieder aus aus dem One-Hit wegschießt. Bist du? Hier unten, in der ersten Quarry-Loch, im ersten Quarry-Loch. Kommst du runter? Ups. Alter, wie Muss. das aussieht. Wollte gerade sagen, sieht doch awesome aus, oder? Everything is awesome when you're part of a team. Ah, cool, das Obsi. Ja, wir haben ja kein Obsidian, ne? Ja, die Ors musst du jetzt aber mit abbauen mit der nächsten Carry. Das heißt, du musst die nächste. Alter. Stimmt, das ist unser allererstes Loch. Ja. Aber hier kann ich keine aufstellen, weil ich habe keine Transportmöglichkeiten. Bring Reicht die das? Inseln weg. Ja, das waren die Wasserinseln, wo ich versucht habe, das Wasser wegzumachen. Aber ja, Tatsache, du machst kaputt. Tatsächlich mache ich es kaputt. Das ist halt ungefähr eine Sprengkraft von 8 Creepern, diese Kugel hier. Ja, schon klar, aber von der entfernt, dass sie so lang fliegt. Ich fliege nicht so lang. Aber die ist fertig, die Quarry, und die da drüben ist auch so gut wie Was nur durch. erwarte, dass ich hier minderwertige Kacke habe, oder was? Natürlich. So, bom, Du hast bom. natürlich gesagt. Hör auf, nein! Du Jakob! Bring mal Rohre, du schießt das ganze Erzzeug weg! Ich weiß. So geil. Nein, es ist nicht! Hier fliegt die ganze Erze weg. Hol mal neue Rohre jetzt! Okay. Zu geil. Fang die Erze auf. Ja, mache ich! Wie da einfach so eine Kanone steht, die mit Ärzten rumballert. Beeil dich! Ja, ich hab schon. Ey, was hast du jetzt gemacht? Digga, nicht abbauen. Du musst hier runter. Nein. Doch. Das hier unten ist nur die Stromleitung. Ach so. Das ist das, die Teleport-Dingsies. Scheiße. Aber hier fehlt eine Curry. Hast du die abgebaut? Ich habe sie gerade fortgeschossen, ja. Achso, okay, ich dachte schon, irgendwie hängt hier ein Kabel in der Alter, muss man hier Lüftungskabine. runterkommen, wie das aussieht. Aber ich finde die Kurve nicht mehr. Hast du die gerade hier runtergeworfen? Die ist hier runtergesprungen, freiwillig. Warte, ich habe Night Vision. Guck mal, ob du An. es irgendwo hier findest. Nee, irgendwie nicht. Ich hätte Digga, dass die alles. runtergefallen ist. Ja. Ich bin ja hinterher gesprungen. Ah, ich hab sie. Warum? Nee, ich erstick doch nicht. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich kann ersticken. So. Oh, ein Hühnchen! Was macht hier unten ein Hühnchen? Das ist runtergefallen, bestimmt. Ja, das hat sich jetzt Bitch. erledigt. Einfach, hier rennt unten beim Bedrock einfach ein Hühnchen rum. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Aber irgendwie komme ich, wenn ich im Wasser bin, viel schneller nach oben, als wenn ich neben dem Wasser fliege. Hast du irgendwie noch Stellen? Schwimmding drauf? Ja, habe ich. Alter, wie du gesprungen bist. Ich bin geflogen, bin. Alter.
Du Arsch. Ich hab deine Sachen gesaved. Ich komm ja wieder. Guck mal, ob irgendwas ins Wasser runtergefallen ist. Ja, ist was. War so Nano-Saber. Ich denke mal, das willst du haben. Ja, wäre praktisch. Upp, einmal Luft holen und wieder runterfallen wie ein Stein. Sonst ist hier nichts mehr Wichtiges. Ein Diamantschwell brauche ich noch und... Ah, ne, da ja, das muss da oben liegen. Also unten im Wasser ist nichts mehr. So, erstmal das Jetpack ausrüsten. Na, warte, dein Nano-Saver. Dein Diatrill. Ja, meine ich doch. Die Query. Und die Query. So, aber wo setzen wir die hin? Und ich glaube, der Rest war unwichtig, oder? Essen brauche ich noch. Mein Essen hätte ich gern wieder. Danke. So, aber wo setzen wir die jetzt hin? Gerade wegen dem Transport und wegen Strom. Naja, ist doch scheißegal. Oder warten wir jetzt, bis die zwei Worlds auch durchgelaufen sind? Aber das dauert noch. Die sind erst bei der Hälfte. Aber irgendwie fehlt hier Strom. Die arbeitet nicht. Die arbeiten beide nicht. Ja, dann ist gerade irgendein Stromkabel gefickt. Ja, irgendjemand hat ja auch hier rumgeschossen. Irgendjemand hat ja auch mit den Stromkabeln gespielt. So. Die ist verbunden, aber... Ja, lass mich mal gucken. Irgendwie fehlt ja, der hier. Transporter, ne? Ja. Du weißt schon, wenn da eine Energiespitze gibt, dass die da drüben explodieren? Ja, die ist schon explodiert wahrscheinlich. Autsch. Ja, und weißt du was? Dann geht ein Kabel kaputt, das ist mir auch egal. Ja, wenn nur ein Kabel ist, ist mir egal, sonst stirbst du. Wo ist das Ding? Mach das Loch zu, Mensch, ins Kinder. Ja, was ich gesagt habe. Ja, aber es wäre dann nur ein Kabel, das gesprengt ist. Drei Kabel? Das war scheiße. Mach du das drüben wieder energiefließend, ich kümmere mich um die Energieleitung. Ja, aber noch nichts hinbauen, ne? Das explodiert gleich wieder. Ja. Entschuldigung, muss ich dich mit diesem scheiß Thema auseinandersetzen. Du musst aber auch einen Teleporter nehmen, gell? Ja, natürlich, ich bin ja nicht behindert. Wie heißt das Ding? Teleporter. Nee, Faced. Das heißt doch irgendwie Faced Conductive, oder? What the fuck? Keine Ahnung. Fuck? Ja, Faced Conductive, ja, von wegen Teleporter. Ich brauche Faced Transport und auf die muss ich Redstone packen. Dafür brauche ich ein Dierrad und Glas. Glas kannst du machen, ich habe ja Gott sei Dank wieder Ding gefarmt. Oh, wir haben noch ein Iron Gear, das ist gut. Ja, ich habe mal letztes Mal... Aus Iron, glaube ich, kann ich Gold Gear machen. Und dann Dier. Oh, jetzt ist das eine, hat auch wieder Lava drin. Jawohl. Aber es hat das ganz zur Rechte keine Lava mehr. Ah, oh, ist doch kacke. Gold Gear. 2 Stück. Und aus Gold kann ich jetzt ein Dier Gear machen. Diamantos. Ja, oh, 277 inzwischen. Kann man irgendwie, was größer ist als eine MFSU bauen? Nein. Das Maximum. Ja. Oh, wir haben sogar 2 Blocks auf die auch noch. Ja, die habe ich mitgebracht aus dem Rift. Aber, nein, wir haben noch nicht ganz voll, noch nicht ganz rum, aber gleich. Haft ist so behindert mit dieser Maus. Glas. Toll, wir haben kein Glas mehr. Ich kann kein Sand aus dem System nehmen, so jetzt. Ja. Everything is awesome. So, jetzt gehe ich was essen. Ich habe Hunger, Mensch, jetzt Kinder. Nee, du hast es nicht verdient, etwas zu essen. Redstone da drauf. So, jetzt habe ich eine Face-Kontakte für dich hergestellt. Jetzt musst du dann mir den Code noch sagen, der unten war. Oder hast du unten noch eine gehabt oder ist die auch explodiert? Ne, die habe ich noch. Na gut, dann musst du mir sagen, welchen Code du da eingibst. Hast du goldene Diamantleitungen zum Strom verlegen? Die sind noch schon da. Achso, unten. Ich hab 11 Stück aus dem System, sonst muss ich wieder welche reinlegen, deswegen. Ja, ich brauche drüben doch gar keine. Ich muss es doch einfach nur hinsetzen. Nimm mal mit, nimm mal 2, 3 mit. Hä? Ich hab die Queries angeschlossen und. Ja, nimm mit, wenn du doch was machen musst. Bin schon drüben. Beide angeschlossen, passt. Ich kann das. Ja, warte, ich kann hier auch ein paar noch abbauen. Dann habe ich welche. Gut, kann ich anschließen? Strom?
Ja, du musst mir halt die Nummer sagen, die du da jetzt eingibst. Frequenz 120. 120 und Public, ne? Ja. Kann ich Saft drauf geben? Ja, mach. Jo, kommt dann. Und sie laufen beide wieder. Perfekt. Gut, Leute, dann haben wir das letzte Problem gefixt, was Sven kaputt gemacht hat. Und Ja, jetzt wir weiß ich sehen uns wieder. beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Dülü.